Hey, ganz herzlich willkommen zur Online-Church vom Gospelhaus. Richtig cool, dass du wieder dabei bist nach unserer kleinen Pause von 2 Wochen. Ich hoffe, du hast es richtig arg vermisst und freust dich heute einfach auf Inspiration vom Gospelhaus, von Gott für dich. Und ich kann dir versprechen, es wird richtig spannend, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Und zwar die Deborah Rosenkranz. Deborah ist Sängerin, hat schon 4 Bücher geschrieben, viele CDs produziert, tourt in Deutschland und Europa und hat eine spannende Lebensgeschichte, hat viele Sachen erlebt, die wirklich sie aus der Bahn geworfen haben. Und wir haben sie eingeladen, nach Nördlingen zu kommen an diesem Wochenende, jetzt am Sonntag. Aber sie hat uns auch für die Online-Church was zur Verfügung gestellt, das sie einfach zu Hause aufgenommen hat für uns. Und ich lade dich ein, einfach einzutauchen in vielleicht nicht ein ganz einfaches Thema, aber ich glaube ein Thema, das uns heute alle ganz arg betrifft in dieser besonderen Zeit. Sei gespannt, lehn dich zurück und hab einfach ein offenes Herz für das, was Gott dir durch Deborah sagen will. Herzlich willkommen bei Kirche mit Deborah, heute an diesem besonderen Sonntag. Besonders, weil wir heute vielleicht einmal etwas anderes ansprechen wollen als diese empowering messages, die wir immer hören, als diese positiven Botschaften. Und wir wollen mehr und mehr und mehr und das ist gut so. Aber die Realität ist, dass es Themen gibt, die wir viel zu wenig ansprechen, aber die genauso real sind. Existenzängste, Sorgen. Sorgen um Angehörige vielleicht, Panik vor dieser Situation, in der wir aktuell leben. Vielleicht sind es Süchte, in denen du aktuell steckst. Es kann so vieles Verschiedenes sein und diese große Frage, wie kann man das alles schaffen? Macht mein Leben überhaupt noch Sinn? Ich möchte dieses Thema heute ansprechen, weil ich so viele Zuschriften diesbezüglich bekomme, dass es mich wirklich erschreckt und zum Schluss möchte ich doch eine Empowering Message hier loswerden, weil ich möchte, dass du gestärkt hier herausgehst. Aber ich möchte dir auch sagen, dass ich verstehe, wenn es dir aktuell so geht. Und deswegen spreche ich heute dieses intensive Thema an, wenn das Leben keinen Sinn mehr macht. Und ich hoffe, dass du zum Schluss dieser Message merkst, doch, dieses Leben macht für mich auch wirklich Sinn. Die Realität aktuell sieht wirklich erschreckend aus. Ich las erst heute im Internet und der Artikel war schon, ich glaube, der kommt aus dem Mai schon, also ist schon ein paar Monate her. Ein 39-Jähriger ließ sich von einem Zug überfahren. Er hatte Angst, mit dem aus China stammenden Covid infiziert zu sein. Ein 23-Jähriger stürzte sich aus dem Fenster. Er hatte seinen Job verloren. Ein 53-Jähriger hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem es hieß, mir reicht es, Corona-Staat, ohne mich. Er hängte sich auf. Wow, das ist die Welt, in der wir aktuell leben. Ich weiß nicht, was in dir hervorgeht. Ich weiß nur, dass ich, Gott sei Dank, einen unfassbaren Frieden erleben darf in dieser so beängstigenden Zeit. Und ich weiß auch, dass ich diesen Frieden nur erlebe, weil etwas in meinem Leben passiert ist und das an meinem Tiefpunkt, das mich heute für immer stärkt. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Aber damit du verstehst, dass ich verstehe, wie es dir geht, möchte ich einen ganz kurzen Abschnitt aus meinem Buch Stärker denn je lesen, weil auch ich bin völlig unerwartet ganz unten gelandet. Wo fange ich an? Weil es ist echt lang. Ich nehme nur einen Ausschnitt. Dieses Herzrasen war plötzlich mein ständiger Begleiter. Und es wurde gerade nachts sehr anstrengend. Ich lag im Bett und spürte mein Herz auf der Matratze, weil es so fest schlug. Fest und viel zu schnell. Das machte mir große Angst. In manchen Nächten fragte ich mich, ob ich morgens überhaupt wieder aufwachen würde, sofern ich es überhaupt schaffen würde, einzuschlafen. Denn abends lag ich im Bett,
und schaute mir stundenlang unsere gemeinsamen Fotos auf meinem iPhone an, von meinem Ex. Und dann folgten die vielen Fragen. Ich verstand es einfach nicht. Wie konnte er mir erst einen Heiratsantrag machen und mir kurze Zeit später sagen, dass er mich eigentlich gar nicht mehr liebte? Mein Herz schmerzte und meine Gedanken überschlugen sich. Irgendwann fing ich an, Schlaftabletten zu nehmen. Sie bewirkten nichts, gar nichts. Mein Herz raste weiter. Und es ging so weit, dass ich wirklich eines Tages auf der Autobahn dachte, ich ertrage diesen Schmerz, diese Situation nicht. Ich möchte nicht mehr leben. Und ich war wirklich kurz davor, bei Vollgas in diese Wand zu fahren, die vor mir stand. Wäre da nicht etwas gewesen? Jemand, der mir das Leben gerettet hat. Und ich möchte heute, wir sind bei Kirche mit Deborah. Manchmal brauchen wir keine empowering messages. Wir brauchen die Wahrheit, die uns frei machen kann. Ihr wisst, mein Lieblingsbibelvers ist die Wahrheit, die uns frei machen kann. Johannes 8,32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen damals in biblischen Zeiten sowas nicht erlebt hätten wie wir. Nehmen wir David. David, von dem es heißt, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Ich weiß nicht, wie viele Therapiestunden man diesem Mann heute verschreiben würde. Wisst ihr eigentlich, was der alles durchgemacht hat? In 1. Samuel 30 lesen wir, also als der Prophet Samuel den Auftrag von Gott bekommt, den neuen König zu weihen, geht er zu dieser Familie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Söhne der hatte, aber ich glaube 8. Und Samuel weiß, dort ist der nächste König zu finden. Und jetzt bringt der Vater diese Söhne nach und nach vor Samuel, diese starken, kräftigen Söhne, und denkt nicht mal an David. David lässt er einfach auf dem Feld. Die Aussage ist natürlich, an den glaube ich kein bisschen. Das ist mein Schwächling, das ist, der kann doch kein König werden. Nee, aus dem wird nichts. Hat man dir das auch schon gesagt? Wie viele Zuschriften bekomme ich? Meine Eltern haben nie an mich geglaubt. Pam! Und da bleiben Menschen stehen. Nur weil sie das mitbekommen haben. Bleibt bitte dran. Zum Schluss gebe ich euch die Lösung auf dieses Problem. David hätte da schon aufgeben können. Aber es ging weiter in seinem Leben. Endlich als Musiker, ja, so wie ich, kam er doch plötzlich in den Palast des Königs Sauls. Aber dort wird er gemobbt bis zum geht nicht mehr. Während er der Harfe spielt, ja, wirft der König die Speere auf ihn. Und nicht nur einmal hat er versucht, ihn umzubringen. Das ist Mobbing auf höchstem Niveau. Wenn ich auf der Bühne stehen würde, man würde mir Pfeile da zuwerfen, versuchen, mich abzuknallen. Hallo, ich würde nie wieder auf die Bühne. Das ist abnormal, was da abgegangen ist. Und dann geht es weiter. Irgendwann denkt sich der König, okay, ich schaffe es nicht, ihn umzubringen. Komm, ich gebe ihm eine meiner Töchter. Der heiratet die jetzt. Und dann schicke ich ihn aber vorher, er muss um sie kämpfen, in den Krieg. Weil dann stirbt er im Krieg, im Kampf. Na super, super, okay. Und zum Schluss kommt er zurück und die Tochter ist schon verheiratet, jetzt kriegt er die andere. Nochmal, wie viele Therapiestunden bräuchten wir nach so einer Erfahrung? Das ist alles abnormal, was er erlebt hat. Später in seinem Leben bekommt er eine Tochter und sie wird missbraucht. Was machst du als Elternteil durch, wenn dein Kind missbraucht worden ist? Wir sind immer noch bei einer Person, bei David, die all das erlebt hat. Sein Sohn stirbt im Kampf. Also jetzt an dem Punkt spätestens, ich weiß nicht, wie wir damit umgehen würden, ganz ehrlich. Es ist abnormal. Aber David, am Tiefpunkt seines Lebens, als alles wirklich nicht hätte schlimmer sein können, trifft er eine Fehlentscheidung. Und ich glaube, die haben wir alle schon getroffen. Ich glaube, wir alle haben schon Fehler gemacht, weil wir nicht mehr weiter konnten. Und jetzt schläft er mit einer verheirateten Frau. Und weil er damit nicht klarkommt, lässt er noch ihren Mann umbringen. Immer jetzt ist dann alles fertig. Keine Ahnung, so kann man doch nicht weiterleben. Aber ich finde es abnormal, trotz allem, was er durchgemacht hat, trotz allem, was er erlebt hat, trotz all seiner Sünde, weil ja, er hat da mächtig versagt, hat er sich nie eingeredet, das ist das Ende für mich, Gott kann mich nicht mehr lieben. Kennt ihr diese Ketten der Ängste, die wir einerseits haben, und die Ketten der Zweifel, an denen wir kleben?
diese Ketten der Ängste, die uns sagen, ja, aber ich kann nichts, das wird nie gut gehen, ich komme nicht voran. Man hat mich schon so oft bekämpft, man hat mir so oft gesagt, ich kann nichts. Jetzt hat man vielleicht nicht gerade Speere nach mir geworfen, aber Worte, die wehgetan haben und du bleibst in dieser Kette. Oder diese Zweifel, ich bin ja nicht gut genug und ach so Gott, ja, ich habe gesündigt. Ich meine, der hat einen Mann umbringen lassen, hallo? Ich weiß nicht, ob du das toppen kannst. Ich habe gesündigt, ich kann nie wieder zu dir kommen, Gott. Du kannst mich gar nicht lieben. Das hatte David nicht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel in seinem Leben gewesen. Jetzt kommt der Oberhammer, der Vers, der mich wirklich auch jetzt lange Zeit begleitet, weil es der Wahnsinn ist, aus 1. Samuel 30, 6. Da suchte David Zuflucht in dieser Krise. Oh, was ich euch nicht gesagt habe, er kommt jetzt an diesem Tiefpunkt zurück in sein Dorf und sieht von Weitem schon, dass das Dorf am Brennen ist. Ja, das fackelt ab, die Häuser sind verbrannt. Sämtliche Frauen, Familien sind entführt worden und Kinder, nicht nur von seinen Soldaten, sondern von ihm selbst. Seine Soldaten drehen durch, beschuldigen ihn, sprechen darüber, dass sie ihn steinigen wollen, ja, mit denen er gerade noch im Kampf war. Und David suchte Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst, wenn du schwarz siehst, wenn du im Dunkeln sitzt. Hey, die Tage sind nicht leicht, auch für mich nicht. Mein Leben ist nicht mehr, wie es vor einem Jahr war. Ich sehne mich danach, wieder auf Tour zu sein, unterwegs zu sein. Aktuell habe ich nicht mal Einnahmen. Es ist abnormal, was abgeht. Aber ich erinnere mich immer an diesen Vers, deswegen will ich dir den mitgeben. Da suchte, wie auch immer du heißt, da suchte Deborah Zuflucht bei ihrem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihr wieder Mut und Kraft. Bitte sprich diesen Vers für dich aus, wo du gerade bist. Da suchte ich Zuflucht bei meinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab mir wieder Mut und Kraft. 1. Samuel 30, 6. In manchen Übersetzungen heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Oder er ermutigte sich in seinem Herrn. Du hast immer die Wahl, ob du jetzt in deiner Dunkelheit bleibst oder aufstehst und was tust. Und ich werde gleich noch tiefer gehen, weil es wichtig ist, dass du diesen Moment verstehst. Du musst es auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Und das ist das Fantastische, weshalb ich hier nicht nur eine Empowering Message halte, sondern wirklich das bei Kirche mit Deborah erwähne, weil es eine Kraft gibt, die du nur im Wort Gottes findest. Weil es etwas gibt, was, also menschlich gesehen, wäre David am Arsch gewesen, auf Deutsch. Aber Gott. In Indien ist ganz, ganz spannend. Da haben sie eine Methode bei Elefanten. Wenn die Elefanten ganz klein sind, dann hängen sie sie fest an Ketten. Kennst du das? An Ketten gefesselt zu sein, schon als Kind. Vielleicht nochmal, wurde dir immer eingeredet, dass du nichts kannst. Oder du hast so oft versagt, dass du gar nicht mehr dran glaubst, dass du wirklich gut bist. Und das machen die bei Baby-Elefanten. Die können schon ein Stück weit laufen, aber dann, die sind am Boden, wie nennt man das, fest verankert mit dieser Kette und dann blockt es, dann stockt es, dann merken sie, aha, weiter geht's nicht. Diese denken dem Elefanten mit und wenn sie später mit einem Zirkus umherreisen zum Beispiel, auch als riesengroße Elefanten, größer als wir Menschen sowieso und stärker sowieso, haben sie trotzdem noch diese Blockade im Kopf. Und wenn sie an diesen Ketten gefesselt sind, und merken, aha, ich komme nicht weiter. Hey, mit einem Schwung könnten sie diese Verankerung lösen und abhauen. Aber weil sie sich erinnern, als Kind war das schon drin, da ging es nicht weiter, versuchen sie es nicht mal mehr, obwohl sie alle Kraft in sich hätten. Vielleicht bist du genauso, vielleicht hat man dich in Ketten gelegt und du denkst, aber ich kann gar nichts, aber eigentlich versuchst du es gar nicht. Und nochmal, du musst nicht alleine kämpfen. Ich springe jetzt zu Paulus. Paulus war im Gefängnis, okay? Das Todesurteil stand, die wollten ihn loswerden, alle stinke sauer auf ihn. Und jetzt steckt er in diesem Gefängnis und weil die ihn unbedingt loswerden wollten, wollten sie auch sicher gehen, dass er nicht abhauen kann.
Also haben sie 4 Gruppen an Soldaten auf ihn angesetzt, also die auf ihn aufpassen. Und immer 4 Soldaten aufs Mal haben auf ihn aufgepasst. Also das ist echt viel. Der Mann war schon in Ketten. Der hatte Ketten an den Füßen und an den Händen. Und dann noch die 4 Soldaten. Und wäre er dennoch da rausgekommen, hätte es noch 2 mächtige Tore gehabt. Und am Ende dieses Tores war dieser Hauptvorsitzende, der das Gefängnis bewacht. Also keine Chance rauszukommen. Keine Chance, menschlich gesehen. Dein Leben lang hast du gedacht, Depression, Ängste, Existenzängste, Trauer, Armut, alles Mögliche, was man dir zugesprochen hat oder was du aktuell erlebst, alles Negative, wird dich immer in Ketten halten. Es ist unmöglich rauszukommen, so wie bei Paulus, keine Chance. Also da, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Aber Johannes 8, 36. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wow, okay, der Sohn, Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Aber was hat es jetzt mit meiner Situation zu tun? Wie kann er mich da rausholen? Ich bin doch in Ketten. Mir macht es Spaß hier, weil die Lösung so nah ist. Wir sind kurz davor. Apostelgeschichte 11, 12, 6. Wir sind genau da, wo Paulus im Gefängnis ist. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus. Habe ich die ganze Zeit Paulus gesagt? Wie komme ich auf Paulus? Ich mag Paulus. Paulus ist echt cool. Ich habe die ganze Zeit von Petrus gesprochen. Sorry. Wie komme ich auf Paulus? Egal. Es ist all cool. Ich spreche von Petrus. Ihr seid da. Ihr folgt mir. Ihr habt das eh alle bemerkt, dass ich die ganze Zeit von Petrus gesprochen habe. Ich bin so on fire. Deswegen. Genau, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Ah, er war noch gefesselt an die Soldaten. Also, gefesselt an deine Sorgen, gefesselt an deine Kämpfe, an deine Gedanken von, ich werde es nie zu etwas bringen. Du hängst an denen. Das ist doch verrückt. Naja, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Das auch noch. Aber jetzt kommt's. Mit einem Mal, also plötzlich stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Okay, plötzlich. Nicht, weil irgendwie die Situation sich verändert hätte, sondern einfach, weil Gott dir das Wunder schickt. Plötzlich stand ein Engel in dieser Dunkelheit. Gestern Nacht wollten negative Gedanken auf mich eindringen und mir einreden, das wird nie wieder alles gut und Deborah, deine Situation ist katastrophal. Und ich habe mich daran erinnert und ich habe gebetet, habe gesagt, Gott, und jetzt in meiner Dunkelheit im Schlafzimmer, komm du mit deinem Licht. Und ich sag euch, meine Gedanken haben sich verändert. Ein Gebet, weil weiter oben steht nämlich, während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Ihr wisst, wie sehr ich daran glaube, dass ein Gebet alles verändern kann. Jetzt hat eine ganze Gemeinde für ihn gebetet. Du denkst, ich habe niemanden, der für mich betet. Hatte ich gestern auch nicht. Ich habe für mich gebetet. Und das kannst du definitiv auch tun. Okay, jetzt steht der Engel in dem Raum und Licht erfüllt diesen Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, finde ich total cool. Ich will auch mal, dass ein Engel mir einen Stoß in die Seite gibt, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf. Und das ist mein Wort für dich. Steh auf. Warte nicht, bis die Situation sich ändert. Steh du in dieser Situation auf. Steh auf. Im selben Augenblick. Also während du aufstehst, während du etwas tust und nicht länger rumheulst und denkst, ich werde hier nie rauskommen, fielen die Ketten von seinen Armen. Ist das nicht brutal? Du musst nur aufstehen, du musst nur bereit sein, du musst nur vertrauen. Ich meine, er hätte auch sagen können, was bist du, was willst du? Nein, ich bin gefangen. Siehst du die Ketten? Siehst du die Soldaten? Nein, er ist aufgestanden. Er hat nicht die ganze Zeit nach links und rechts geschaut und was nicht möglich ist. Er hat eine Möglichkeit gesehen, nämlich dass Gott in seine Dunkelheit ein Licht hineinstrahlen hat lassen und er hat nicht gezögert. Und dieses Licht hast du auch, wenn du genau hinschaust. Die Frage ist, wirst du auch aufstehen? Wirst du es jetzt tun? Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Was bedeutet das? Zieh deine Schuhe an. Wir werden irgendwo hingehen. Wir bleiben nicht an diesem Ort. Wir bewegen uns hier fort. Und jetzt kommt der nächste Schlüssel. Petrus tat es.
Vielleicht hast du schon oft gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott will, dass ich weitergehe und was tue, aber ich kann nicht, ich schaffe das nicht alleine und irgendwie müssen mir 10 Leute helfen und ich brauche noch 5-mal eine Bestätigung, eine Gebetserhörung und irgendwie müssen noch 3-mal Leute an meine Tür klopfen und sagen, Gott will das. Nein, 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 hier steht's. Steh auf, zieh dir die Schuhe an. Es ist Zeit, an einen anderen Ort zu gehen und du bist nicht allein. Der Engel geht mit dir mit. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Das ist total cool, jetzt kommt. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, was er tat. Ich liebe das. Das klingt wie so ein Nebensatz, aber der ist total wichtig. Weil manchmal denkst du, ja, okay, ich kann aufstehen, aber ich weiß ja gerade gar nicht, wie es weitergehen soll. Meine Zukunft, ich meine, keiner weiß aktuell, wie es weitergeht. Aber Petrus folgte. Petrus folgte, ohne nachzudenken. Er vertraute. Und meine Frage an dich ist, ob du auch vertrauen möchtest. Möchtest du auch vertrauen oder möchtest du echt länger noch hier sitzen bleiben und denken, ja, weil man, ich warte erst mal ab, bis man weiß, wie das mit dem Virus auch weitergeht. Willst du wirklich so lange warten? Nichts auf Erden hätte Petrus befreien können. Nichts auf Erden hätte Petrus befreien können. Es hat ein Wunder gebraucht. Und wie gestern in meinem Schlafzimmer, als ich dachte, puh, diese Gedanken, die sind ätzend, kenne ich doch von meiner schwierigen Zeit. Heute konnte ich sofort die Wahrheit anwenden und ich weiß, die Wahrheit ist nicht, dass ich ein Versager bin. Ich habe die Woche gedacht, ah, ich will was ganz Neues ausprobieren. Vielleicht studieren gehen, vielleicht irgendwas noch nebenher. Und dann habe ich gesehen, hey, das ist gar nicht so leicht. Ich habe mittlere Reife, ich habe kein Abi. Und dann ist es gar nicht so leicht, überall reinzukommen. Und es ist lustig, wie selbst bei mir plötzlich die Gedanken aufkommen. Boah, Deborah, das ist ja krass, du bist ja, da hast du echt versagt damals. Das war mitten in meiner Essstörung. Ich war in der Schule nicht so ganz da, obwohl ich eine super Schülerin bin, eigentlich. Ich bin ja auch nicht doof. Aber in der Zeit hatte ich meinen Kopf woanders. Und dann ging diese Ratterei los. Du hast damals versagt, deswegen wirst du heute nicht weiterkommen. Stopp! Schluss! Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit ist, menschlich gesehen ist hier vielleicht was nicht möglich. Aber ich lasse bewusst Gottes Licht in meine Dunkelheit hineinscheinen und ich vertraue ihm, dass er das Richtige tut. Und als ich gestern im Bett lag und weiter schlechte Gedanken kommen wollten, da habe ich mich wieder entschieden und gesagt, nein, nein, Gott, jetzt brauche ich dein Licht, wie bei Petrus im Gefängnis. Scheine mit deinem Licht hier rein. Und tatsächlich hat das funktioniert. Ich habe vorhin von den Ketten gesprochen, von diesen Ketten der Ängste, Ketten der Zweifel, die wir alle mit uns mitschleppen. Und ich möchte dir das vorlesen, was ich hier aufgeschrieben habe. Der Teufel wird immer sagen, der wird dir einreden, diese Gedanken von was, wenn ich versage. Was, wenn die mich nicht nehmen? Was, wenn ich zu dick bin? Was, wenn ich nie heirate? Was, wenn ich nie einen Job finde? Was, wenn meine finanzielle Situation sich nie beruhigt? Was, wenn mein Partner mich betrügt? Was, wenn ich überhaupt nie einen Partner finde? Was, wenn ich aus der Wohnung geschmissen werde? Und also es gibt ja so viel Müll, der da oben stattfinden kann. Und der Teufel liebt es, wenn du da stehen bleibst, wenn du angekettet sitzen bleibst und denkst, so, das war's jetzt eh. Meine Eltern haben mir eh immer gesagt, du wirst es nie zu etwas bringen. Und du hängst wie dieser Elefant an den Ketten, obwohl eigentlich so viel Licht, so viel Kraft in dir drin ist. Dieses Licht, wie bei Petrus im Gefängnis, dieses Licht Gottes, der die Wahrheit hat für dein Leben, aber dem du viel zu wenig zuhörst. Weil Gottes Antwort auf all das ist einfach, und was, wenn du einfach mal die Klappe hältst? Und was, wenn du mir vertraust? Was, wenn du aufstehst, obwohl du nicht weißt, wo es hingeht? Was, wenn du das jetzt tust? Und ich frage dich, willst du das jetzt mal tun? Willst du aufstehen in dieser Situation der Dunkelheit, der Ängste, der Existenzängste, der Sorgen, der Nöte, der Zukunftsängste? Willst du aufstehen und sagen, okay, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber ich stehe jetzt auf. Und hier, mein Leben gehört nicht mir, ich gebe es Jesus, auch wenn ich nicht weiß, wo er mich hinführt. Heute entscheide ich mich zu vertrauen. Bist du dabei, diesen Schritt zu machen? Bist du dabei,
aufzustehen, jetzt in deiner Depression, also du kannst förmlich in deinem Zimmer jetzt aufstehen. Steh auf, weil weißt du, was passiert, wenn du aufstehst? Deine Sorgen fallen nicht nur ab, du stehst über ihnen, tatsächlich. Die bleiben nämlich da unten. Alles, was dich bedrückt, bleibt da unten, wenn du aufstehst. Und wenn du aufstehst, wirst du sehen, dass du nicht alleine gehst. Auch du hast so einen Engel an der Seite. Du hast deinen besten Freund Jesus Christus an der Seite, der für dich gestorben ist. Und weißt du was? In der Offenbarung, ja, in dem letzten Buch der Bibel, 2,8 steht, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Nochmal, Jesus ist für dich ans Kreuz. Jesus ist auf die Welt gekommen, um für dich zu sterben. Damit du später auf die Welt kommen konntest, um zu leben. Jesus ist auf die Welt gekommen, um zu sterben, um für dich, der du Jahre später auf die Welt gekommen bist, damit du leben kannst. Das ist krass. Wäre er damals nicht gestorben, könntest du heute nicht leben. Wäre er damals nicht gestorben, hättest du keine Chance, dich von diesen Ketten zu lösen. Aber du darfst heute wie so ein starker Elefant durchbrechen und diese Kette mit dieser Verankerung aus dem Boden herausreißen, weil du stärker bist, als du je dachtest. Selbst der Elefant, der könnte das locker, aber er glaubt's nicht. Aber du darfst heute glauben und glauben ist das Wort. Die Kraft schenkt dir Gott. Die Kraft, diese Ketten zu sprengen und auszubrechen aus diesem, aber ich kann nicht, man hat immer gesagt, nee, heute ist vorbei. Heute löst du diese Ketten. Dieser Vers, jetzt lese ich ihn zu Ende. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Ich weiß Bescheid. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Wow, du darfst heute dich von diesen Ketten befreien und in eine Zukunft laufen, vor der du keine Angst haben musst. Und wenn du heute bereit bist aufzustehen, ich hoffe, du stehst noch in deinem Zimmer oder du tust es jetzt als Zeichen, dass du Jesus vertraust und ihm das auch sagst, ich vertraue dir. Ich habe die letzten Wochen euch immer gefragt, seid ihr bereit, Jesus euer Leben zu geben? Wenn du das noch nicht getan hast, hast du die Möglichkeit, das jetzt zu tun. Dann steh auch du auf und gib mir ein Ja in den Chat, wenn du sagst, ich stehe heute auf und lass die Vergangenheit hinter mir, die Ketten, die mich so lange gefangen gehalten haben. Steh auf. Das hier ist kein Hokuspokus. Das hier ist das, was Jesus Christus tun kann, was ich erlebt habe, weshalb ich so dankbar bin, dass ich nicht in diese Wand gefahren bin, weil ich durfte den Schlüssel aus dieser Bedrängnis nicht nur erhalten, sondern mitnehmen in die nächsten schwierigen Situationen. Und ein David hat so viel Schweres erlebt und dann heißt es, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Er ermutigte sich immer wieder in dem Herrn. Er suchte seine Kraft bei Gott. Heißt es, ich lese euch nochmal vor, in 1. Samuel 30, 6. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Das ist das, was du tun musst. Immer wieder. Vielleicht zu Beginn auch 50 Mal am Tag. Aber du wirst sehen, wie die Wahrheit, Johannes 8, 32, dich frei machen wird. Und das wünsche ich dir. Und für alle, die jetzt heute gesagt haben, ich löse mich von diesen Ketten oder das erste Mal Jesus auch ihr Leben geben möchten, möchte ich jetzt beten. Ich werde Satz für Satz vorbeten und du darfst dann, ich gebe dir Zeit, in aller Ruhe in deinem Zimmer nachbeten. Jesus, danke für diese befreiende Botschaft. Danke, dass ich zu dir kommen darf, so wie ich bin. Danke, dass du heute die Ketten lösen möchtest. Scheine du in meine Dunkelheit hinein. Und befreie du mich aus den Ketten der Ängste und der Zweifel.
die mich mein Leben lang begleitet haben. Heute stehe ich auf. Lass mich erleben, wie diese Ketten von mir fallen. Lass mich ein Leben in deiner Freiheit und Wahrheit erfahren. Ganz bewusst gebe ich dir heute mein Herz. Ich gehöre dir. Danke für das Kreuz. Danke, dass ich dich interessiere und du mir helfen möchtest, weil du mich liebst, so wie ich bin. Und auch ich möchte sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Amen. Amen. Hey, gebt euch einen riesen, riesen, riesen Applaus. Das ist ein Riesenschritt. Wow, was für eine Message. Ich bin echt berührt und begeistert und besonders einfach freue ich mich mega, wenn du dieses Gebet bewusst mitgesprochen hast, wenn du gesagt hast, ich entscheide mich dafür, meinen Weg nicht mehr alleine zu gehen, sondern mit Jesus. Das finde ich echt so, so cool und ich würde mich mega freuen, wenn du dich meldest, wenn du mir einfach erzählst, warum hast du das gemacht oder wie war das oder was ist da passiert. Schreib mir, ich würde mich echt mega freuen. Genauso gut bitte ich dich, dass du mir oder uns schreibst im Gospelhaus, wenn du sagst, hey, echt, gerade bin ich in einem richtigen Loch oder ich habe Fragen oder ich brauche Hilfe in irgendeinem Bereich. Melde dich, wir würden gern für dich beten, wir würden gern versuchen, Hilfe zu organisieren, wenn es irgendwie möglich ist. Bitte schreib uns. Wir wollen in dieser Zeit Nähe haben, auch wenn wir äußerlich auf Distanz sind, wollen wir innerliche Nähe haben. Und ich glaube, das kann man auch erreichen, indem man einfach offen ist miteinander und einfach offen sich schreibt, hey, ich habe da eine Schwierigkeit. Und echt, ich würde mich freuen, genauso möchte ich dich einladen, einfach für den nächsten Online-Gottesdienst, nächsten Sonntag, wird der wieder bereitgestellt, um 9 Uhr kannst du wieder reinklicken. Genauso gut auch unsere Live-Gottesdienste, schau auf unsere Homepage, da sind alle Informationen dafür, auch für Kids Church, wie die Bedingungen sind. Schau, ob das für dich passt und du bist herzlich willkommen, da auch dabei zu sein. Und wenn du sagst, hey, eigentlich wünsche ich mir eine Gruppe von Menschen, die mit mir unterwegs ist, weil das Leben allein einfach schwieriger ist als zusammen. Wir haben Kleingruppen, die werden wieder neu starten, einige davon einfach den Umständen entsprechend, vielleicht in kleineren Gruppen, aber es werden einige Kleingruppen wieder starten. Schau auch da auf unserer Homepage und finde einfach für dich die richtige Gruppe. Und mit dem möchte ich einfach schließen und dich segnen im Namen Jesu.